Hey ho und herzlich willkommen Spielen Sie keine Spielchen, Mr. Miles. Hinlegen. Ja, ist ja gut schon, Alter. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Wir haben im letzten Part erfolgreich das auf den älteren Templer Garnier vollbracht. Also das Attentat. Und ich würde sehr gern wissen, was nun kommt. Ja, der schöne Abstergo-Bildschirm des Animus. Garnier von Nablus. Ja, wer nennt sich schon Garnier? Haben Sie vergessen, wie es geht? Wählen Sie eine Erinnerung im Menü vor Ihnen und fangen Sie an. Ist ja gut, ich mach ja schon. Nehmen. No, let's go. Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Räumen Sie Bogenschützen und Wachen aus dem Weg, bevor Sie sich Ihrem Ziel annehmen. Alles klar. Tretet ein, Altair. Was läuft? Ihr schlagt euch gut. 3 von 9 sind tot. Und dafür gebührt euch mein Dank. Aber ruht euch nicht auf euren Lorbeeren aus. Es hat gerade erst begonnen. Ich stehe zu euren Diensten, Meister. König Richard, ermutigt durch seinen Sieg bei Akkon, bereitet einen Zug gen Süden auf Jerusalem vor. Salah al-Din ist sich dessen bewusst und sammelt die Seinen vor der zerstörten Zitadelle von Arsur. Wollt ihr denn, dass ich beide töte? Ihren Krieg beende, bevor er richtig beginnt? Nein. Das würde ihre Armeen zerstreuen und das Land dem Blutdurst tausender zielloser Recken preisgeben. Sie werden erst in vielen Tagen aufeinandertreffen. Und derweil sie marschieren, kämpfen sie nicht. Ihr müsst euch um eine dringlichere Bedrohung kümmern. Die Männer, die so tun, als würden sie in ihrer Abwesenheit herrschen. Liefert mir Namen und ich liefere euch Blut. Das werde ich. Abul Nukut, der reichste Mann in Damaskus. Majid ad-Din, Regent von Jerusalem. Wilhelm von Montferrat, Lehnsherr von Akkon. Willi? Was sind ihre Vergehen? Gier, Arroganz, das Abschlachten Unschuldiger. Mischt euch unter das Volk dieser Städte. Dann erfahrt ihr von ihren Sünden. Habt keinen Zweifel, dass diese Männer dem Frieden, den wir suchen, im Wege stehen. Dann sollen sie sterben. Ihr habt euch ein weiteres Ausrüstungsstück verdient. Nehmt es. Macht es euch zunutze. Alles Kehrt nach jedem klar. Anschlag zu mir zurück, auf dass wir ihre Absichten erkennen mögen. Cool, wir haben jetzt ein paar... Und, Altair, seid wachsam. Eure Taten haben wohl die Aufmerksamkeit der Stadtwachen erhöht. Sie werden jetzt misstrauischer sein als zuvor. Oh, dachte er, das war's schon mal, ja. Es wird nun jetzt schwieriger, unentdeckt zu sein, laut unserem Mentor. Okay, von Kante greifen, losreißen, okay. Warum rennt er bloß so? Ja, ich bin in Eile halt, ne? Ich muss ein Let's Play machen. Altair, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Gerne, warum nicht? Okay, losreißen. Umschalt. Oh, Alter. Hä? Ah, nee, das wäre die Taste 0. Aber. Richtig. Komm. Das Werk eines Meisters. Super. Noch einmal. Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Genau so. Meine lieben Schüler. Hol mir deinen Kopf! Nö, erstmal nicht. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Es braucht Zeit, eine neue Klinge zu ziehen. Stellt sicher, dass euer erster Angriff der letzte. Okay, wohin wollen wir? Ich würde sagen, wir gehen nach Damaskus. Ja, gehen wir jetzt. Das macht nichts. Wurden sie entdeckt, stoßen sie die Leute aus dem Weg, um ihre Geschwindigkeit zu behalten. Und nutzen sie ihre Sprintfähigkeit, wenn der Weg frei ist.
Okidoki. Unser Ross sieht geräumig aus, mit einem braunen Sitz. Oh. Ja. Das sieht immer noch so geil aus wie damals. Ja, es diese Palmen sehen zwar nicht mehr so geil aus und die Weitsicht, naja, ist auch zu wünschen übrig, aber ja, Hauptsache Stadt. Und ja, Hauptsache es sieht gut aus. Es sieht eigentlich noch sehr frisch aus, muss man sagen. So, gehen wir. Ja, wir können ja noch diese Aussichtsturm erklimmen. Was wollt ihr? Ah, ihr wisst wohl ganz genau, was ihr wollt. Ein angenehmer Kurs. Alter, ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Ihr wollt es. Ich habe es. Zu eurem er wird sich noch verletzen. Edler Herr, ihr seht aus, als würdet ihr etwas suchen. Kommt, bei mir findet ihr es nicht. Ja, ihr seid am richtigen Ort. Es gibt keinen besseren Kaufmann als mich. Seht ihr etwas, was ihr mögt? Scheiße, Telefon. Sorry, kleiner Cut. So, und da sind wir jetzt auch wieder. Sorry für die kleine Unterbrechung. War gerade ein kleiner Anruf da. Und ja, machen wir mal ich weiter. Ich habe, wonach ihr sucht. Dessen bin ich ganz sicher. Kommt und seht selbst. Ja, schön easy hier. Interessiert ihr euch vielleicht hierfür? Nein? Ich habe aber noch viel, viel mehr. Ihr werdet nirgends bessere Preise finden. Das schwöre ich. Meine Güte. Liebe Leute, kommt und schaut. So, weiter was geht's. Was bringt denn dazu, dass... Sollen wir jetzt lieber den Bürger retten oder? Aussichtsturm. Okay, welcher ist das denn? Ja, genau? Ihr seid am richtigen Ort. Es gibt keinen besseren Kaufmann als mich. Bürger, ja, was soll das hier? Nichts, was ich nicht schon gesehen hätte. Stirb, Dieb! Seht nur, was macht er da? Oder? Interessiert ihr euch für meine Wahl? Stirb, Dieb! Und nur für warum heute habe ich. Was habe ich getan? Nee, wir machen erstmal das Türmchen fertig und dann kümmern wir uns erst um den Bürger. Und es läuft immer noch sehr flüssig. 40 Frames, das ist sehr schön. 60 wäre mir aber allerdings lieber. So, da haben wir es schon. Ja, komm. Ach ja, das schöne Damaskus. Ich weiß gar nicht, ob es viele jetzt wissen, aber in Assassin's Creed 5 soll die eine Frau hier, Jade Raymond, aus... halt an Assassin's Creed 5 arbeiten. Die hat auch im ersten Assassin's Creed mitgewirkt. Liebe Leute, kommt und schaut meine Waren. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt mehr so... Habt ihr mich denn nicht gesehen? ...mehr so Marketing-Sache ist oder... Ob gleich jetzt rufe ich die Wachen. Hä? Ja, das werde ich. ...wieder so geil wird wie Assassin's Creed 1. Eine kleine Spende. Ich bin sehr gespannt darüber und überhaupt, was für ein Setting das geben soll. Ihr wollt es, ich habe es. Viele meinen ja, es soll französische Revolution haben. Das wird euch das Leben kosten. Helft mir, so hilft mir doch jemand. Aus dem Weg. Ach. Jetzt endet ja, dein Leben. Wie ein Ungläubiger, ich werde euch in die Schranke weisen. Der Herr steht auf meiner Seite. Schön. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Was hier wohl passiert ist?
Moment, ich will mal kurz gucken, ob hier Blut an ist. Das sieht so ein bisschen ohne aus. Gameplay. Blut ist an. Nein, wie furchtbar. Gut, aber irgendwie sieht das hier so ein bisschen trocken aus. Oh, was ist das? Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch ein paar Minuten. Ja, dann können wir noch den Bürger retten und dann machen wir auch einen Schnitt für diese Aufnahmesession. Er scheint sehr in Eile. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stellen? Macht Platz! Was wird euch das Leben kosten? So. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich nicht. Oh, ich bin voll schier. Ah, ihr seid am richtigen Ort. Es gibt keinen besseren Kaufmann als mich. Jo, das stimmt. Stirb, Dieb! Oh, er jetzt mich gehen. Ich habe nicht. Das ist. War dein letzter Fehler. Aus dem Weg! Stirb, Ungläubiger! Sollte vielleicht mal mein Kurzschwert benutzen. Alter! Ja! Super. Ach was. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Du lässt mir keine Waffe. Jetzt. So, dann fliegen wir am besten. Sache! Zu Hilfe! So, ich würde sagen, das war's jetzt mal für diese Session. Bis dahin, euer Dell.